Ja, meine Damen und Herren, wir kommen natürlich mal wieder zu einem Thema. Ja, das hat uns schon zweimal beschäftigt. Und weil das so ist, sagen wir einmal, natürlich, es könnte einen auch das dritte Mal beschäftigen. Alle guten Dinge sind drei, sagt man das? Naja, kann schon sein. Wie auch immer. Wir probieren es nochmal, ne? Ja, und dafür einfach mal hier, Ton ab. Na, was soll das schon wieder? Also, Ton ab. Da geht doch. So, Sie sagen, Sie, ja, wie war das nochmal? Ja, das ist es da mit dem Endsieg der Auserwählten, ja? Also der Endsieg der Auserwählten, das haben wir schon ein paar Mal behandelt. So, nun kommen Sie und wollen uns noch mal eine völlig andere Sichtweise da erklären, weil es könnte ja viele Geschichten dieses Endsieges der Auserwählten geben und da waren wir erst so mehr auf dem religiösen oder vielerlei Dinge oder andere, wie auch immer, ja. So, nun kommen Sie zu einer politischen Sichtweise, ja. Ja, das möchte ich mal sagen. Die politische Sichtweise, natürlich. Die Religionen haben sich in Europa, ja, im letzten Jahrhundert mehr so auf den Rückzug gemacht. Die Nationalismen sind mehr nach vorne gedrängt durch Politik und vielerlei Dinge. Das ist nun einmal so. Ja, aber wo ist denn jetzt noch das im übertragenen Sinne dann ein Endsieg der Auserwählten zu sehen? Wie geht denn sowas auf einem politischen Weg? Ja, das ist nicht so schwer. Stellen Sie sich mal die Deutschen vor, in ihren wirtschaftlichen Krisen nach dem Ersten Weltkrieg gab es eine wirtschaftliche Krise. Die suchte man sich wettzumachen mit politischem Aufschwung. Ja, der politische Aufschwung hielt nicht das, was er versprach. Die Menschen standen schon in ihren Leiden. Man sieht den Niedergang der Wirtschaft als solches. Ja, und wie auch immer, Politiker neigen denn dazu, ja, sich irgendwie selbst zu überholen. Ja, der Faschismus kam auf. Ja, Faschismus. Ja, das ist eine Sache, die ist schon sehr bedrohlich. Ja, was ist daran so bedrohlich? Das ist doch nur ein Wort. Ja, das ist nur ein Wort. Nehmen Sie das Wort faszinierend, Faszinosum. Fashion, Fashion bei Mode oder es zieht sie an. Ja, es strahlt etwas attraktiv aus. Ja, das kann so sein. Und ein anderes Wort, ja, dieses Wort ist eine Ableitung von dem. Ja, und nun hat sich das im Politischen einfach mal auf Faschismus übertragen. Natürlich, der Faschismus zog viele Leute an. Man leitete sie wohin und meinte, man ist wohl auf einem guten Weg. Ja, aber was war denn da so bedenklich an diesem Weg? Ja, so gut war der Weg denn letztlich doch wieder nicht, weil sich der Faschismus zu einer Art von Diktatur auslebte. Man schaffte die Parteien ab, man befasste sich dann nur noch, man zog sich in ein Parteiensystem hinein, befasste sich nur noch mit einer Partei. Diese war die Partei des Herrn Adolf Hitler. Ja. Ja, das weiß doch aber die Welt. Was ist da jetzt irgendwo eine Art Endsieg der Auserwählten? Ja, man hat so ein bisschen übertrieben, zumindest ist es die Nachschau, wie die Gegenwart sich verhielt zu seiner Wirklichkeit. Das ist auch sehr fraglich, ob nicht nachträglich einiges propagandistisch übertrieben war, des sogenannten Herren, Menschen und all diese Dinge. Das ist natürlich viel Propaganda. Ja, aber das neigt doch dann, dass man sagen müsste, ja, da fühlen sich welche auserwählt. Ja, das kann schon sein, wegen auserwählt und so weiter. Man vollzog einen Blitzkrieg Richtung Frankreich. Natürlich, der war sehr kurios als solches. Das meinte man sich so herrisch so daherzusetzen.
wie Hitler stand am Eiffelturm, stampfte mit dem Fuß auf den Boden. Das sah schon sehr herrlich aus. Natürlich, man meinte irgendwie vielleicht ja doch, man ist ein Herrenmensch. Ja, aber das ist ja dann auch schon sehr auserwählt, oder? Ja, na gut. Nun gab es ja da auch noch eine Ambivalenz. Man mochte die Juden nicht. Damals, seiner Zeit zumindest. Und es kann ja vielleicht auch sein, dass sich da irgendeine Art von Auserwähltheit seiner Zeit rivalisierte. Wie meinen Sie das mit dem Rivalisieren? Naja, das Religiöse dieser Auserwähltheiten, das hat den Deutschen nicht so geschmeckt, möglicherweise. Irgendwie kamen sie auf die Idee, jetzt sind sie wohl Auserwählter. Ja, aber wie geht das? Wie kann man da Auserwählter sein? Ja, indem man einfach mal ein bisschen rücksichtsloser mit faschistischen Ideen gegen andere vorgeht. Ja, aber wo ist denn da das Problem? Ja, nun gut, das schmeckte nicht jedem in Europa. Hitler hatte sich damit viele Leute gegen sich gespielt. Am Anfang waren viele mit ihm. Ja, selbst die Engländer zum Münchner Abkommen, man Hitler gewährte man das einige, aber Hitler nahm immer ein bisschen mehr, als wie den anderen da so lieb war, zum Beispiel den Tschechen. Man sagte ja, die Deutsch-Tschechen, die können ja Deutschland zugeschlagen werden, aber Hitler war dann der Meinung, da marschiere ich doch mal gleich in Prag ein, nehme die ganze Tschechei und nicht nur das bisschen da, wo Deutsche siedelten. Und da wurde das dann schon ein bisschen komisch, dass man meinte, auweia, dem Hitler kann man wohl nicht vertrauen. Ja, das ist vielleicht auch so. Ja, das hat sich dann so zugespitzt. Aber wo ist das Problem? Warum konnten sich die Deutschen als Auserwählte nun nicht auserwählt durchsetzen? Ja, das Problem, das hatten wir schon vorab besprochen, man war auf einen Endsieg aus. Man propagierte ewig einen Endsieg. Ja, aber warum ist es mit einem Endsieg nicht, hat sich das nicht dahergebracht? Ja, nun gut, man ging immer einen Schritt weiter und noch einen Schritt weiter. Man hatte mit Russland einen Freundschaftspakt. Man hatte mit den Leuten da und so weiter. Aber den hat man dann auch gebrochen und man hat die Fronten immer weiter vorgerückt gegeneinander. Auch nach Osten. Dies schmeckte denen natürlich auch nicht. Die Fronten wurden zurückgeschlagen und am Ende hatte man dann nur noch das Fiasko von Walküre. Also Leichen einsammeln und so weiter. Ja, aber wo ist das Problem? Warum ist der Endsieg nun wirklich ausgefallen? Ja, einen Endsieg, den hat man sich wohl verspielt, indem man meinte, man könne ja die britische Insel sich unterjochen, sozusagen. Ja, wie wollte man das tun? Ja, man begann die Operation Seelöwe. Bombardierte Coventry, suchte dann noch mehr irgendwie. Nur die Briten, die waren sehr wehrhaft. Hitler brach dieses ganze Unternehmen wieder ab. Ja, aber warum wollte der Hitler denn nun London und die britischen Inseln da? Warum wollte der das überhaupt haben? Ja, da war die Idee, wenn wir da uns dieses Zentrum, man beachte Zentrum, sich unterjocht, dann fällt einem das ganze Imperium der britischen Welt in seinen Händen wie eine Schaltstelle. Sämtliche Kolonien fallen einem sozusagen zu. Ja, und das ist eine Art Herrenmensch oder so, ja? Nein, das wäre dann ein Endsieg. Als solches, dass die Briten heute nur noch deutsche Radiomusik auf der Insel hätten und dass sie nur noch das tun, was wir ihnen ansagen. Auch die Kolonien? Ja, auch die Kolonien. Sämtliche Wirtschaftsdrähte und Zweige, die da in Vernetzung stehen, die würden nur noch den deutschen Empire dienlich sein. Ja, das wäre wirklich ein Endsieg, natürlich über die Briten, aber das hat man ja dann eben abgebrochen. Ja, das hat man abgebrochen. Die Alliierten marschierten nach Berlin. 30 Kriegserklärungen hatte Deutschland im Hitler-Regime gegen sich und 4 Alliierte belagerten Berlin.
nachträglich, Nachkriegszeit bis Mauer und so weiter. Ja, das ist ja jetzt sehr verwunderlich. Also, die Deutschen als Herrenmenschen haben ihren Endsieg sozusagen in Europa verspielt. Was haben sie da eigentlich verspielt? Das habe ich ihnen ja gesagt, dass sie bestimmte Schaltstellen sich nicht halten konnten und dass ihnen diese Wirtschaftszweige nicht zufielen. Da hat man irgendwo unten in Rumänien, hat man so ja irgendwelche Ölquellen dann niedergebrannt auf den Rückzug, nur weil man wusste, naja, das fällt einem nun auch nicht in die Hände. Ja, das ist ja auch sehr bedenklich. Was kam danach? Ja, danach hat man gemeint, natürlich fällt dann alles dem Sieger zu. Der Sieger macht seinen Endsieg über Deutschland. Ja, wie geht das? Können die da den Endsieg gemacht haben über Deutschland als solches? Nein, das ist auch wieder ein Irrtum, weil auch diese hatten keinen Endsieg über Deutschland, weil fragen Sie sich doch mal, wem heute Daimler-Benz gehört. Oder die Frankfurter Börse oder irgendwelche Unternehmen wie BMW oder, weiß ich nicht, Siemens oder die Firma Bosch, egal was. All diese Dinge fielen den Briten auch nicht in die Hände. Somit haben auch sie keinen wirtschaftlichen Endsieg über Deutschland errungen. Ja, das ist ja denn, kann man die ja denn auch nicht irgendwie jetzt in der englischen Welt da irgendwo Auserwählte nennen, politisch als solches. Das geht ja eigentlich alles gar nicht. Nein, es ist ja auch nur eine dumme Entschuldigung gewesen, was die Deutschen da trieben. Wie meinen Sie das mit der dummen Entschuldigung? Ja, also wenn man meinen wollte, man geht in eine Stadt, militärisch besetzt sie und glaube, es fallen ein sämtliche Wirtschaftswege in die eigene Hand. Da muss man bedenken, dass es eigentlich so gut wie unmöglich ist. Ja, meinen Sie, wenn andere Völker heute sich da in irgendwelchen Auseinandersetzungen üben, sich als Auserwählte einfach über andere Völker hinweg machen, Zentren besetzen und glauben, dass denen da diese Wirtschaftswege auch alle zufallen, dass das auch eigentlich immer ein Irrtum ist? Ja, das sind Irrtümer. So spielt sich das ja heutzutage auch mit dem Öl hin und her. Die Auserwählten und nochmal die Auserwählten. Und wer sind die Auserwählten? Also ein politisches Auserwähltsein in der Rangelei des Gegeneinanders und man besetzt sich seine Zentren und es fällt ein ewig auf alles und für immer irgendwo zu, das klappt ja wohl nur nicht. Ja, das leuchtet mir ein, dass es eigentlich gar nicht klappt. Ja, da war aber im Vorab eigentlich auch mal die Rede, ein Endsieg müsse man sich ja eigentlich auch absichern. Ja, das ist es ja. Genau daran scheitert es ja. Wenn Sie irgendwo einmarschieren, können Sie sich nicht darauf verlassen, dass Ihnen das irgendwo ewig da der Feind tributpflichtig bleibt. Er wird sich immer da in die Richtung bringen, sich aus solchem herauszuringen. Ja, das ist nun einmal so. Ja, dann gibt es ja gar keinen Endsieg. Ja, das ist so. Auch auf dem politischen Weg gibt es eigentlich keinen Endsieg. Wenn man ihn sich absichern muss, wird es nicht funktionieren. Ja, dann geht es also immer hin und her so, nur im Versuchen oder so ähnlich, ja? Ja, das ist so. Anders ist das nicht. Ja, und wie sehen Sie das religiös? Eigentlich nicht anders. Wenn da irgendwo in der Bibel drin steht, wir sind die Auserwählten, dann müssen die sich ihre Auserwähltheiten auch ewig nur absichern. Und das scheitert eben auch, weil das ist eigentlich nur ein Versuch des ewigen Hin und Hers. Ja, schön, dann haben Sie uns das mal gesagt mit dem ewigen Hin und Her. Das geht auf dem politischen Weg nicht. Es gibt keinen Endsieg der Auserwählten. Und religiös wahrscheinlich auch nicht. Ja, das ist so. Das ist eine Spinnerei für Träumer. Das ist Buchgeschreibe, das ist Lektüre, das ist irgendwas Text machen als solches. Man muss es nur so lange lesen, bis man daran glaubt. Ach so. Das sind also dann buchbedingte Irrtümer, Fantasien von irgendwelchen komischen Menschen. Ja, möglicherweise im Haschisch-Rausch geschrieben, ich weiß das auch alles nicht. Es tut mir wirklich leid, es gibt Menschen, die schreiben eine Menge dummes Zeug. Ja gut, dann haben wir das jetzt mal hier. Das war's dann mal. Guten Tag, guter Herr. Ja, guten Tag für Sie auch. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben es gehört, das war's dann mal. Hier Ihre Berliner Ecke, Ihr Sprachfunk. Hallo, hallo, Ihr Sprachfunk.